Guten Abend, ich begrüße Sie zu dem Film Written on the Wind von Douglas Sirk aus dem Jahr 1956. Douglas Sirk, das ist der Mann, der in Deutschland Detlef Sierck hieß und mit Sarah Leander in den 30ern, 40ern zwei ihrer größten Erfolge inszenierte, dann emigrierte und mit erstaunlicher Stilbewusstheit in Hollywood einen Triumph nach dem anderen feierte. Seine Art, die ungeheuerlichsten Trivialitäten, Heul-Stories, Groschengeschichten sozusagen, in packende Kunstwerke zu verpacken, ist heute, von heute aus gesehen, immer noch ein bleibendes Wunder.